willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind zur Ausstellung Bill Perlmutter Through a Soldier's Lens, Europe in the 50s. Ich habe Bill Perlmutter bereits zweimal jetzt ausgestellt, und zwar einmal in Hamburg, vor 2 Jahren oder so, glaube ich, als wir noch unsere Galerie in Hamburg hatten. Dann haben wir sie in der Michael-Horbach-Stiftung ausgestellt in Köln und jetzt Berlin. Und ich freue mich, dass Bill Perlmutter den weiten Weg gemacht hat, dass du von New York gekommen bist, mit deinem Freund George, deiner Frau Paula und deinen Freunden Marty und René. Welcome. I'm happy to have you here. Und ich freue mich auch, dass Oliver Seltmann hier ist, der Verleger des Buches, der den Anstoß zu der Ausstellung gegeben hat. Oliver was the one who started the whole business, because he came over and showed me your first photos and asked me whether or not I can imagine to do an exhibition with you. So that's how it started. Thank you, Oliver. Vielen Dank. Und seitdem arbeiten wir sehr vertrauensvoll miteinander, mit Oliver, mit Bill und mit den verschiedenen Menschen, die an dieser Ausstellung interessiert sind. Und diese Ausstellung wird sicherlich auch noch weiter wandern, hoffe ich jedenfalls. Und es ist mir eine besondere Freude und vor allen Dingen eine große Ehre, dass Dr. Henriette Feeth-Hinz heute für uns die Laudatio hält. Ich sage auch eine große Freude und eine große Ehre, weil ich weiß, dass sie im Moment wirklich dermaßen kopfüber in Fotografie ist, weil sie gerade dabei ist, die Fototriennale in Hamburg zu organisieren. Und wie wir alle wissen, ist eine Fototriennale ein hell of a work. Und trotzdem hat sie keine Mühe gescheut, hat sogar den Streik umwunden, ist nach Berlin gekommen für diesen einen Abend, um die Laudatio für Bill zu halten. Und ich freue mich sehr. To let you know, Henriette is just about to do the photo triennale, which opens next month in Hamburg. We have a lot of catalogs over there. Please take them, inform your friends. I think it will be a wonderful photo triennale. But even though she had so much work, she came over to make your laudatio. Thank you very much for coming. Okay. Am Wegesrand ein paar Kastanien aufgelesen hat und jetzt vor ihrem leeren Teller und ihrer Eisschale im Gartencafé den Fotografen müde und erschöpft anblickt. Das sind die vielen neugierigen Kindergesichter, die zu ihm aufblicken, weil er wahrscheinlich gerade ein paar Faxen gemacht hatte. Es gibt die Kriegsversehrten und die Brown Babies, die aus der Verbindung von deutschen Fräuleins mit den damals noch exotischen Afroamerikanern hervorgegangen waren. Diese Kinder hatten es in den deutschen Schulen nicht leicht. Zu fremd sahen sie aus, als dass sie nicht unter rassistischen Anfeindungen zu leiden gehabt hätten. Interessant ist aber zu sehen auf den Fotografien, dass die Menschen direkt in die Kamera blicken, den Fotografen also nicht abwehren oder sich abwenden. Fotografiert zu werden, war damals noch nicht mit Misstrauen verbunden. Das Recht am eigenen Bild war noch unbekannt. Perlmutter ist ein stiller Beobachter, der sich auf den Augenblick konzentriert, ganz im Sinne von Henri Cartier-Bresson, der versteckt hinter der Kamera auf den Decisive Moment wartet. Bresson hat es einmal folgendermaßen erzählt: Man nähert sich auf leisen Sohlen, auch wenn es sich um ein Stillleben handelt. Auf Sandpfoten muss man gehen und ein scharfes Auge haben. Kein Blitzlicht, das versteht sich wohl, aus Rücksicht vor dem Licht, selbst wenn es dunkel ist. Andernfalls wird der Fotograf unerträglich aggressiv.
Das Handwerk hängt stark von den Beziehungen ab, die man mit den Menschen herstellen kann. Ein Wort kann alles verderben, alle verkrampfen und machen dicht. Das scheint mir auch die Maxime von Perlmutters Bildern zu sein. Er fotografiert viel auf dem Lande oder in kleinen Städten, wo die Welt heil geblieben scheint. Auf seinen Bildern sind keine zerstörten Häuser zu sehen oder direkte Armut. Im Gegenteil, die Menschen befinden sich in einer Art Aufbruchstimmung, zumindest in den Bildern aus Deutschland. In einer Art Aufbruchstimmung, auch dort, wo wirkliche Armut herrscht, die er auch in seinem Buch benennt. Wir haben das Buch hier auch liegen. Wie zum Beispiel in Spanien und vor allem in Portugal, lässt er den Abgebildeten ihre Würde. Geht nicht zu nah an die Menschen heran oder er sucht sich Szenen, die unverfänglich sind. So fotografiert er besonders häufig Kinder und Gaukler auf Jahrmärkten. Er fotografiert die Menschen bei Freizeitvergnügungen. Er fotografiert das Glück der kleinen Leute. Dabei trägt er auch immer ein Klischee von dem jeweiligen Land im Hinterkopf. Seine Bilder aus Frankreich bzw. aus Paris zeigen das, was wir heute noch auf Postkarten von Paris finden. Die Außencafés, die Parks, die Museen, die Liebespaare, die Straßenkünstler, den Eiffelturm, die Bouquinisten und die frivolen Revue-Girls. In Spanien konzentriert sich Perlmutters Blick auf die noch rückständige Entwicklung des Landes. Hier zeigt er uns Pferdefuhrwerke und Holzkarren. Er schreibt selbst, wie erschrocken er gewesen sei über die Armut in der Nachbürgerkriegsära des Landes und trotzdem versucht er Komik und Fröhlichkeit vor allem in seinen Kinderbildern festzuhalten.